So, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zur nächsten Challenge und eines vorweg, heute wird es wirklich anspruchsvoll. Diese Übung besteht aus zwei Viererrhythmen, wo die Beine wieder was anderes machen wie die Arme bzw. die Hände. Und zusätzlich habe ich auch noch einen Rhythmusbrecher eingebaut. Ihr werdet noch sehen, was damit gemeint ist. Starten wir mit dem Beintempo. Ausgangsposition, ganz normaler Stand. Eins auseinander, zwei zusammen, drei auseinander, vier zusammen. Erster Vier-Rhythmus, zweiter Vier-Rhythmus sind vier Ausfallschritte. Eins, zwei, drei, vier. Und das Beintempo ist fertig. Noch einmal zur Wiederholung. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, so weit, so gut. Jetzt kommen die Arme ins Spiel. In der Ausgangsposition, Position 0. Geben wir beide Arme gestreckt zur Seite. Eine Hand schließt sich zur Faust, die andere Hand bleibt geöffnet. Wichtig, Finger strecken, möglichst weit auseinander. Ob es da jetzt rechts die Faust ist oder links, ist ganz egal. Wichtig ist nur, eine Faust einmal geöffnet. So, Position 1. Die Arme ziehen nach vorne. Und wir haben einen Wechsel von Faust zu geöffneter Hand. In dieser Position bedeutet die Faust praktisch die Attacke und die Hand so Art Stopp. Das ist Position 1. Position 2 haben wir wieder den Wechsel in der Hand. Faust geöffnet. Und wir gehen wieder zur Seite. Position 2. Position 3 kommen wir wieder nach vorne, aber von 2 auf 3 haben wir keinen Wechsel bei der Faust und bei der geöffneten Hand. Wieder in dieser Position, Attacke und Stopp. Position 4, wieder Wechsel. Das ist der erste Vier-Rhythmus. Zweiter Vier-Rhythmus, Position 1, Arme kommen wieder nach vorne im Wechsel. Das heißt, ich habe es wieder an Faust und geöffnete Hand gewechselt. 1, 2, wieder der Wechsel, aber beide Arme gestreckt nach oben. 3, Arme wieder nach vor, es gibt von 2 auf 3 wieder keinen Wechsel. Und 4, wieder gestreckt nach oben. Und das waren jetzt die beiden Viererrhythmen der Arme. Noch einmal zur Wiederholung. Ausgangsposition. Arme zur Seite. Und wir starten. 1, 2, gleich bleiben. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das sind die beiden Viererrhythmen. Nun kommen wir zur Aufgabe. Jetzt kombinieren wir die Beine mit den Armen. Das heißt Ausgangsposition, ganz normaler Stand, Arme zur Seite. Eins, zwei, Achtung, jetzt bleiben die Hände gleich. Drei, vier und die Ausfallschritte kommen. Eins, zwei, drei, vier. Das ist die Zielübung. Aber es gibt noch einen Rhythmusbrecher. Nach diesen beiden Vier-Rhythmen machen wir eine Burpee-Variation mit Liegestütz und Sternsprung, um das Ganze noch einmal schwieriger zu machen. Das heißt, nach den beiden Vier-Rhythmen sind wir in dieser Position. Da macht man einen Zwischensprung in die Mitte, geht in die Liegestützposition, tief, hoch und Burpee mit Sternsprung. Und wir landen wieder in der Ausgangsposition. Nun versuchen wir das Tempo zu steigern. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Zwischensprung, Liegestützposition, tief, Sternsprung, Ausgangsposition landen und gehen wir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Zwischensprung, Liegestützposition, tief, Sternsprung. Und wenn Sie das dann oft übt, ist das Ziel, drei flüssige Runden zu schaffen. Alles Gute dabei!